Ich bin die Katrin, bin 23 Jahre alt und ich stehe hier vor der Emmauskirche in Menden. Das ist die Kirche der Kirchengemeinde Menden und Meindorf und ich arbeite hier ehrenamtlich. Was machst du hier? Ich arbeite hier in der Kinder- und Jugendarbeit und bin in Gremien, sitze in verschiedenen Gremien, die die Kinder- und Jugendarbeit gestalten, die Öffentlichkeitsarbeit und die Leitung der Gemeinde unterstützen. Was gefällt dir hier am besten? Am besten gefällt mir die Arbeit mit den Kindern, die Kinder hier in der Gemeinde willkommen zu heißen, mit ihnen schöne Ausflüge zu machen, ihnen Sachen anzubieten und sie einfach glücklich zu machen. Was motiviert dich? Mich motiviert es, hier hinzukommen, die Kinder zu sehen, ihr Strahlen zu sehen, ihnen christliche Werte mitzugeben und jedes Mal, wenn sie nach Hause gehen, wenn sie abgeholt werden und aus einer kleinen Geschichte den Kernpunkt verstanden haben, wenn sie den nach Hause mittransportieren und mit in ihr Leben nehmen, das motiviert mich. Gibt es ein Highlight für dich, auf das du auch stolz bist? Ein Highlight für mich sind jedes Jahr aufs Neue die Kinderfreizeiten, die ich mit meinem Team geleitet habe. Es war jedes Jahr so schön, wir sind weggefahren mit den Kindern und haben ganz tolle Sachen erlebt. Wir waren im Meer schwimmen, wir waren klettern, wir waren in einem Rutschenpark, in einem Kinderfreizeitpark. Es ist total toll, den Kindern das zu ermöglichen, Zeit ohne ihre Eltern, sich frei zu entfalten. Und da bin ich auch stolz drauf, ja. Warum engagierst du dich in der Kirchengemeinde? Ich engagiere mich in der Kirchengemeinde, weil ich zum Start hin, nachdem ich meinen Konfirmandenunterricht absolviert hatte und konfirmiert wurde, wollte ich mich weiterhin ehrenamtlich engagieren. Und viele Freunde von mir haben auch hier weiter sich engagiert und es war total schön, gemeinsam einfach die Kirche und die Kirchengemeinde mitzugestalten und mitzuprägen, neue Aktionen ins Leben zu rufen und Spaß zu haben. Ich möchte einfach christliche Werte, meine Werte und Freude eine moderne Kirche weitergeben. Vielen Dank, Katrin.